Ja, hallo Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Bounty Hunter Karriere. Ich bin hier jetzt auf Arkorp, wollte eigentlich in die Stadt mit dem Zug, um mir dort ein anderes Schiff zu kaufen. Das Ziel ist es, die Espera Prowler zu kaufen, damit ich für die Missionen nur ein bisschen was Feuerkräftigeres zur Verfügung habe. Das Schiff hat, was das angeht, ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es bringt zwei Sukuban-Schilde, zweimal Level 5 Waffenmounts und zweimal Level 3 mit. So, jetzt muss ich bloß noch mich hier orientieren. Ja. Genau. Astro Armada. Hier kriegen wir das Schiff zu kaufen. Für 2,5 Millionen. Ist also so gesehen schon ein richtiges Schnäppchen. So. Irgendwie sieht mir das nicht nach Kauf aus. Das ist Mieten? Oder vertue ich mich da jetzt? Invil Hawk. Da haben wir sie ja. So. Dann kaufen Sie sie doch mal eben auf die Schnelle. Und schon sind wir glücklicher Besitzer eines neuen Schiffes für 2,5 Millionen. Oh. Einmal falsch abgebogen oder wie? Jo. Ja, da hinten. So, bevor es weitergeht, einmal das Schiff ausrüsten. Überschrift. Dann kommen wir hier los. Ah ja.
Na, vielleicht der falsche Ort dafür. Gehen wir einfach mal ein bisschen weg. Na, siehst du, da kommt sogar der Zug zum Spaceport gleich. Da haben wir ja mal richtig Glück. So. Tram now leaving the station. Stand clear of the doors. Tram now leaving the station. Stand clear of the doors. Und Absturz. Wunderbar. So soll es hier nicht sein. Ja, dann einmal Spiel neu starten. Ja, dann würde ich mal sagen, gleich im Hotelzimmer das Schiff schon mal einrichten. Für den Fall, dass wir nochmal abschmieren. Denn dann sind wir zumindest im Hotelzimmer, wenn wir dann nochmal neu laden müssen. So, einmal Z zum Aufstehen. Select. So.
So, safe. Durchgucken. Ja. Damit wäre das Schiff so aufgebaut, wie ich es haben möchte erstmal. Jetzt brauchen wir bloß noch zum Flugplatz durchkommen und starten. Fliegen wir mal nach Hörsten zurück und werden dort mal auf die Schnelle ein paar Missionen ausprobieren. Da ist ja mal die Frage, wer uns da sehen möchte. Personal. Das ist schon der Zug, der für uns da kommt. Nee, nicht. Haben wir also eine kleine Wartepause. Ja, die gute Dame, die guckt sich da ein Quantum Drive an. Ich setze mich da mal hin in der Hoffnung, dass es vielleicht hilft, weil im Zug bin ich jetzt schon so einige Male gecrasht. Darum werde ich einfach mal nur sitzen bleiben und nichts machen und hoffen, dass wir richtig gut ankommen. Oh nee, was ist denn hier los? Und noch. Das gibt's es doch nicht. Warum? 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 Warum?
Fängt er jetzt richtig an, unschön zu werden. Das war jetzt der dritte oder vierte Crash. Nee, es war der vierte Crash. Und immer während einer Bahnfahrt. Frage ist da wirklich, wie soll man zum Flugplatz kommen, wenn man vorher immer abstürzt? Da wäre sie wieder, unsere Crashbahn. Versuchen wir es einfach mal diesmal mit hier hinstellen. Was können wir noch machen? Ich glaube nicht wirklich etwas. Nichts anfassen, nichts machen. Einfach nur hoffen, dass wir diesmal ankommen. Es ist sehr unschön, wenn er crasht. Now arriving. Es ist wirklich unschön, man weiß nicht, woran es liegt. Man macht nichts anderes, als man die anderen Male auch gemacht hat. Und es klappt mit Mal. So. Befohlen. Please be aware, that while in the Stanton system and on Arcorp, all UEE common laws are still in effect. Für den Erstflug.
Hangar 3. Da ist es das Neue. So, hier hinten geht's rein. Durch. Auf zum Pilotensitz. So. Maschine an. You are clear to launch. Thank you, and please visit again. Landing gear up. Oh. Der Vogel ist zwar nicht so schnell wie andere, aber für das, was er sein soll, eben halt als schwerer Kämpfer, sag ich mal, da dürfte er vollkommen ausreichend sein. So, und dann stellen wir ihn schon mal hier ein. Gelderin übertakten wir, Attrition. Schilde übertakten wir. So, das war's. Die Waffen. Jo. Dann probieren wir das Ganze mal aus.
Kurz Everest Harbor vor Orten. Schauen wir uns das noch mal eben von außen an. Mach doch schon mal ein schönes Bild. Ach Mann, zack, mal klicken. So, damit sind wir dann schon mal verortet. Thank you.
Sprung, Sprung, Sprung. So. Gegner. Mal gut entscheiden. Das Geschütz von oben. Beiden Attrition. Hier die beiden Gelderines. Die 5er. Syrie. Das ist jetzt Gegner eine Aurora. Versuchen wir mal nur schnell mit den beiden Geschützen zu machen. Aber das. Warum geht er auf 0 runter? So, der kleine Valkyrie. Um zu stellen.
Warum geht das Schild immer wieder weit runter? Genügend hat er doch. Okay, ich mal kurz aus. Wir fahren an. Nein, das nicht. So, dann schauen wir doch mal. Zu heiß. Jetzt. Und? Oh, Schilde wieder nach vorne lenken. Wingard Warden.
Contact. Contact. Boom. Ja, jetzt haben wir auch wieder ein Radar. Dann probieren wir noch eine. Mal schauen, ob dann das Radar von Anfang an da ist. Auf nach Magda. Oh, da müssten wir eigentlich schon treffen. Ja, tun wir auch. Target destroyed. Attack on shield. Target destroyed. Ja. Damit kann man gut leben. Putzt schon Wasser weg.
Ja, den hätten wir vorhin schon anmachen sollen, den Code. Das testen wir noch. Zu Ende. Dann springen wir da mal schnell hin. Und danach docken wir erstmal. So, dann fliegen wir mal in die Nähe des zu Beschützenden. Help! Help! I got... There are ships! A lot of ships! I need help! Mann. Target und 12.000 mehr. Ja, was mich ja wundert, ist, dass der Miles Eckert sich gar nicht melden möchte.
Nochmal. Warum geht der weg? Na endlich. Wie gesagt. Dann docken wir erstmal in Ruhe in Everest Harbor. Please proceed to assigned landing bay. Dann schauen wir jetzt gleich mal, was wir an Reparaturkosten haben. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. So viel ist es nicht. Aber kein viel. Warum auch?
Ja. So, ein kleines Klingeln an der Tür. Und das Paket, was man angenommen hatte, ist schon wieder weg. Aber... Warten wir noch mal durch. Hier müsste ein ausgehen. Da ist der Co-Pilot. Denn das? Nochmal. Doch, das ist... vollkommen übersehen. Blicken Dann probieren wir das noch mal in leicht anderen Konfigurationen. Ich meine, ich müsste zwei Attrition 4er da haben, dass ich die auch gegimbelt dran setze. So, einmal ein Schiff. Und wieder ein Crash. Ja, okay, nehmen wir diesen Crash zum Anlass, jetzt erstmal das gesamte Schiff enden. Und dann vielleicht später nochmal eine Runde zu spielen. Nun ja. Mir bleibt dann erstmal nichts anderes als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns dann sicherlich die Tage wieder. Bis denne dann. Tschüss.